sind nicht ohne Folgen geblieben. Das ist alles, ja, geschenkt auf Deutsch gesagt. Das ist von einer ehemaligen Lebensgefährtin. Die hat mir das Bett überlassen. Der Sessel, die Couch ist auch von ihr. Sie hat sich dann noch neue Sachen angeschafft oder geteilt, güterlich geteilt auf Deutsch gesagt. Und sowas, der Schrank? Der Schrank ist von Nachbarn. Und die Vitrine ist aus Eigenbedarf noch. Also aber eigene. Selbst gekauft an Möbeln hier in der Wohnung? Nein. Seit Hartz IV wächst der Druck. Weitergebracht hat das den 36-Jährigen allerdings auch noch nicht. Sein gescheitertes Arbeitsleben versteckt Klöpel in der untersten Schublade seines Wohnzimmerschranks. Das ist von meinem ehemaligen Arbeitsgeber ein Eurojob. Das ist eine alte Rechnung. Dokumente eines Lebens als Empfänger. Wohl fühlt sich Klöpel damit nicht. Ja, das ist demütigend, dass man da ständig hin muss. Beziehungsweise dann eben wie ständig Rechenschaft ablegen muss, was man gemacht hat. In kleinen, so wie Tante Emma Laden, werde ich aufmachen. Aber wie gesagt, fehlt Führerschein, Auto und das nötige Eigenkapital. In der DDR lernte Jörg Klöpel Wirtschaftshilfe in einem Krankenhaus. Diese Bezeichnung für einen Hausmeister gibt es seit der Wende nicht mehr. Der Mann ist somit quasi ohne Ausbildung. Besuch bei einem der privaten Arbeitsvermittler in der Eisenbahnstraße, Joachim Schulz. Er bringt die Chancen seines Mandanten auf den Punkt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist natürlich schwierig, ohne Führerschein, ohne Auto, längere Zeit nicht mehr gearbeitet. Meinen Sie denn, dass Sie Chancen haben, überhaupt noch in Ihren alten, erlernten Beruf reinzugehen? Oder? Alten Beruf oder gelernten Beruf rechnet man gar keine Chancen mehr aus, meiner Meinung. Die einzige Hoffnung, ein persönlicher Besuch bei Unternehmen in Leipzig. Schulz begleitet seine Klienten oft selbst bis in die Personalbüros, um besser vermitteln zu können. Dass er einfach die Chance hat, dass die Sachbearbeiterin, die ihn einstellt, einfach auch persönlich kennenlernen kann und sich vielleicht einfach einen besseren Eindruck von ihm verschafft, als es aufgrund der Papiere der Fall wäre. Ist es oft ein falscher aufgrund der Papiere? Selbstverständlich, weil man einfach die Leute gar nicht mehr so ernst nimmt, sondern einfach sagt, der ist zu schlecht, Akte zu. Und so kommt man einfach persönlich hin, da kann sie nicht einfach sagen, den schaue ich mir gar nicht erst an. Erste Station, eine Baufirma. Gesucht werden Fahrer, Arbeiter, Schweißer. Vor allem aber Ausgebildete. Was ist ja das, die Fachkräfte, weil die Leute nicht geschult sind. Das ist das einzige Problem, was ich ja sehe, dass uns die Fachkräfte fehlen. Es ist so. Schnell wird klar, ohne Führerschein, Ausbildung oder wenigstens Erfahrungen auf der Baustelle sieht es für Klöpel nicht gut aus. Das Problem ist mit dem Helfer. Ich wüsste nicht, was ich jetzt, weil sie nicht eigenständig arbeiten können. Sie könnten nur immer reine Helfertätigkeit. Das ist leider nicht bei uns. Ein klares Nein. Für den Langzeitarbeitslosen gar nicht mal so entmutigend. Ist es ein dummes Gefühl, nur Helfer sein zu können für Sie? Nein, man kann da auch. Man wird da gebraucht. Und im Arbeit, da kommt man ja ins Arbeitsleben. Man lernt ja trotzdem was. Vor allem lernt man, Geduld zu haben im Leipziger Osten. Der nächste Termin führt den privaten Arbeitsvermittler und seinen Härtefall in eine Schlittschuhhalle. Geschäftsführer Jens Witt lässt sich sonst von Schulz Kellnerinnen und Kassiererinnen vermitteln. Hat Jörg Klöpel hier eine Chance? Der Arbeitsvermittler übernimmt das Gespräch. Und ist also auch gerne bereit, sich neues Wissen anzueignen und sich in einem Bereich einzuarbeiten. Dass er fleißig ist und arbeiten möchte, davon bin ich überzeugt. Und wir wollten einfach mal nachfragen, ob sie hier etwas anzubieten hätten. Im Moment ist unser Team voll, aber grundsätzlich ablehnen würde ich nicht. Also wenn Herr Klöpel vielleicht in der nächsten Saison, das heißt Ende des Sommers, nochmal bei uns vorspricht, dass wir uns im Gespräch mal miteinander ein bisschen verständigen können über die Aufgaben, die hier anfallen. Und es ist viel technische Sachen, die hier zu klären sind, was Kältemaschine, Eisaufbereitung und so weiter betrifft, was mit Hauswirtschaft wenig zu tun hat. Aber wenn sie lernwillig sind und das schaffen, können wir durchaus mal drüber sprechen. Ein Lichtblick. Aber eben erst nächste Saison, in gut einem halben Jahr.
Und so bleibt Klöpel mal wieder nur die Aussicht auf weitere Versuche. Morgen werden sie wieder Klinken putzen. Allemal besser als zu Hause auf Post vom Amt zu warten. Natürlich gibt es im Leipziger Osten auch Menschen, die gutes Geld verdienen. Einer von ihnen ist Dirk Blochberger. Der Sachse betreibt die stadtbekannte A&V Möbel GmbH. Er kauft Einrichtungen und Einzelstücke auf. Besonders, wenn die Kassen der Besitzer am Monatsende knapp werden. Der erste Kunde heute braucht schnell Geld und hat dafür einen CD-Ständer zu bieten. Also der ist soweit in Ordnung, wie ich es sehe. Ich würde dir einen Fünfer geben und ich denke mal, dass ich noch ein bisschen was dran erzielen kann. Na gut, machen wir Fünfer. Ich biete Fünfer. Ja, okay, machen wir. Ich dachte, dass heute mein Arbeitslosengeld da ist. Heute ist der 30. Aber was war eigentlich noch nicht so. Wird es morgen kommen. Willst du noch ein bisschen über die Runden kommen, ne? Ja, genau. Aha. Ist das häufig so am Monatsende? Oh, regelmäßig wäre aber noch untertrieben. Er ist Stammkunde, ich kenne ihn schon ein bisschen bereits, eben wie er schon sagte. Er kommt immer mal, wenn es gegen Monatsende ein bisschen eng wird. Genau. Und klar, ich kann ihn natürlich nicht den Originalpreis wieder zurückkaufen lassen. Wir brauchen ja auch Gewinn, müssen ja auch leben als Gewerbetreibende. 5 Euro bekommt der Mann für das Möbel. Blochberger wird den Ständer später für 15 verkaufen. Ein gutes Geschäft, auf das sich beide Seiten alle 4 Wochen verlassen können. Blochbergers insgesamt 4 An- und Verkaufsläden im Viertel sind fester Bestandteil des Wirtschaftskreislaufs rund um die Eisenbahnstraße. Neben Möbeln sind es vor allem Elektrogeräte, die die Anwohner bei ihm in höchster Not versetzen müssen. Kein muss aber nicht. Okay, Akku wird geladen, das hält schon mal hin. Immer Prüfung, bis was gibt. Wenn ich jetzt Hauptsitz dann erst mit das Arbeitslosengeld. Also Hilfe aus Hartz IV. Bis dahin bis den 3. jetzt. Also würden wir uns bei 10 Euro einigen, kommen wir ins Geschäft. Klar. Und da haben wir auch noch einen Markt dran. Das wäre ja prima. Da müssen wir einen Kaufvertrag machen. Mit dem Telefonieren ist es vorbei. Aber der ehemalige Besitzer wird wenigstens wieder satt. Das Geld ist am meisten also 15., 16. schon runter. Da kommen ja die laufenden Zahlungen, die man noch hat. Da ballen sich ja doch deine Schulden auf. Ne? Die müssen irgendwie runter. Und jetzt muss Ihr Telefon auch dran bleiben? Jetzt muss es dran bleiben. Wie lange reichen die 10 Euro jetzt und was kaufen Sie sich davon, wenn ich fragen darf? Na, jetzt erstmal Brot, Butter und was hätten wir noch so. Weil sind die verbraucht, die 10? Ja, da denke ich, dass irgendwann das Geld kommt. Das ist ja bloß noch 29, 30. Am 1. müsste es dann praktisch kommen. Gerade noch mal geschafft den Monat. Gerade mal noch so ein Bürgen gekriegt, würde ich sagen. Aber immer geht das nicht gut. Die Armut hat in Leipzig viele Gesichter. Dirk Blochberger ist Geschäftsmann. Allerdings einer, der gerade einen Kunden über den Monat gebracht hat. Er versucht sich dann eben noch irgendwo über die letzten Stunden zu retten, bis es ihm wieder Geld gibt. Und es ist diesmal ein Handy, das nächste Mal wird es vielleicht irgendwas anderes sein. Vielleicht irgendein alter Videorekorder, den er irgendwo noch zu Geld machen möchte. Aber irgendwann ist auch Schluss, da ist die Wohnung leer, irgendwann, oder? Ja, das ist dann leider so, ja. Irgendwann ist auch mal Schluss. Auf der anderen Seite, in solchen Schichten ist dann immer so eigentlich der Kreislauf, wenn es Geld gegeben hat, dann gibt es auch, dann leisten die sich auch wieder was Neues. Holt das Handy vielleicht eines Tages wieder ab? Naja, was wir dafür zahlen müssen, heute hat er 10 bekommen. Was? Ja, weiß ich jetzt nicht. Man muss erst mal sehen. Erstmal müssen wir mal genauer prüfen und alles. Und ich denke mal vielleicht so 20 Euro. Es wird Nacht an der Leipziger Eisenbahnstraße. Erst jetzt wird ein weiteres Problem des Viertels sichtbar. Drogen. Die Streetworker Stefan Klingner und Annette Jung arbeiten im Viertel. Alle 6 Drogentoten Leipzigs im vergangenen Jahr wurden von ihnen betreut. Die beiden kümmern sich auf ihren nächtlichen Touren um knapp 200 Härtefälle. Nirgendwo in den neuen Bundesländern ist die Drogenszene nach der Wende so explodiert wie in Leipzigs Osten. Die Spuren sind überall und unübersehbar. Also wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, da seht ihr dann eben auch diese sogenannten Tütchen. Da ist eben das Heroin, also das, was diese 3-6%, die hier in Leipzig gerade noch an Gehalt drin sind. Das heißt, es ist schmutziges Heroin. Oder? Schmutziges Heroin, ja. Also immer. Gestreckt mit allen möglichen Sachen, die wirklich lebensgefährlich sein können. Das geht von Paracetamol, Strychnin, Tiermehl, Tierknochenmehl.
Kaffeeweiser. Es wird eben alles genommen, um sich strecken. Ja. Die Streetworker haben seit Hartz IV mehr Klienten als vorher. Was mit Arbeitslosigkeit beginnt, endet hier immer häufiger an der Nadel. Wenn ich an die hohe Arbeitslosigkeit in Leipzig denke, die offizielle